Sequenz. Stopp! Eine falsche Bewegung und ich spieße dich auf wie ein Spanferkel. Du. Du bist also ein Dieb. Was ist das? Raus mit der Sprache. Leck mich. Das ist meine Wohnung. Verzieh dich, ehe ich die Wache rufe. Tu dir keinen Zwang an. Die Wache interessiert sich sicher auch für dein Gift. Du hast Josh also gefunden. Und er hat dir erzählt, ich wollte ihn vergiften, hm? Und dass du im Moment einen Mann aus dem Bazar betrügst, um an seinen Laden und sein Geld zu kommen. War es nicht so? Aber mit dem Töten kennst du dich natürlich aus, oder? Hey, wir müssen alle irgendwie überleben. Wenn ich mich von Kerlen mit Geld überhäufen lasse und sie mich mit Geld überhäufen wollen, dann haben beide Seiten was davon, oder? Aber getötet habe ich noch nie. Niemals. Warum sollte ich dir glauben? Du glaubst einem Säufer. Warum nicht auch mir? Hey, das ist doch noch nicht alles. 4 Männer sind tot und sie waren alle mit dir zusammen. Warum sollte ich sie getötet haben? Und nicht das Virus? Oder die Zombies? Schau, du Frischling. Das hier ist Medizin. Meine Mutter war Sani. Die hat mir einiges beigebracht. Aufmachen! Was geht da drin vor sich? Versteck das alles. Schnell! Gar nichts. Eine kleine Meinungsverschiedenheit. Es wurde halt laut. Was hast du da in der Hand? Wir haben einen anonymen Tipp erhalten. Angeblich gibt es hier Gift. Es hieß, ein Mord sei geschehen. Sollte sich das tatsächlich als Gift herausstellen, wird diese Frau morgen hängen. Du musst mir helfen! Hörst du? Bitte! Ich bin keine Mörderin! Finde Baba! Sie hat einen Laden auf der Insel St. Paul! Sie kann mich entlasten! Sie ist eine Seuchenhexe! Zeig ihr, was du gefunden hast! Oh Mann, die ist vielleicht keine Hexe. Also hat niemand getötet, ich weiß nicht. Warum ist dann Josh nicht tot? Wenn sie. Weißt du, ich mein. Muss der jetzt helfen? Oh, die kloppt gegen den Container und schaut sich an, wie als wenn sie nachher in Holz einschlägt. Sehr gut. Ich liebe so kleine Fehler. Das ist gut. Das hat Charakter. Auf jetzt zur Insel Rügen. Alter, was ist jetzt erst los? Nee, ist gleich hinter dir. Seuchenhexe. Wollen wir nicht vor meiner Seuchenhexe, sag mal? Natürlich. Hab's ja gewusst. Du wolltest unbedingt zu dir. Ja. Alles gut. Ich bin mit meiner Entscheidung aktuell noch zufrieden. Auf schnell reisen können wir da ja nicht hin, ne? Ne, du wolltest ja nichts falsch halten. Ja. Da ist ein Punktding, komm. Hier so ein Luftding. Luft. Erzähl doch mal. Akkumulator. Ja, geil. Oh, jetzt habe ich die Flaschenhand. Hä? Geil, jetzt hast du die Zivis angezündet. Was soll denn das? Nein, das war ein Zombie, Mann. Du hast ihn da hingelockt zu denen. Lass mir hauen ab, Alter. Guck mal, das ist einfach daneben. Wir haben sich die Wände. Die brennen. Achso, die kann nicht sterben beim Feuer, geil. Sorry, Leute, tut mir leid. Ich wollte gerade ein Feuer ausschlagen. Schick die Ausrechnung an Dante. Hat schon einen Zombie. Der hat einen Zombie angelockt. Ja, eigentlich gar nicht. Der ist von der anderen Seite hochgeklettert. Ja. Wenn dich Elena jemals anmachen sollte, sei vorsichtig. Ihre Freunde haben gewöhnlich kurze Lebenserwartung. Glaub's nicht. Wird, glaube ich, zu Unrecht verurteilt, die Oma. Was soll denn diese dämliche Stange? Ja, richtig scheiße, oder? Ach du auch, alles klar. Ich muss die Wahl da oben erwischen, damit es funktioniert. Ey, den gibt mal gar keinen Sinn. Na gut, jetzt sind wir wenigstens oben auf dem Turm. Kommen wir noch höher? Hier ist ein Luftding bei mir. Luftding? Ein Luftakkumulator. Ja, klar, aber mal. Bei mir nicht. Ja, steht's hier. Hallo?
Über den Wald. So, dann ist tot. Ja, ich bin aufs Dach vom Wasserturm geklettert. Leider war das etwas schief. Bin runtergerutscht und dann habe ich auf X gedrückt, statt am Fuß. Sondern sehen, was du vorhin hattest. Naja. Das kann passieren, ja. Das ist auch unglaublich doof gelegt, finde ich, mit dem Ding, ne? Also, da kriegst du halt einen Finger, um da Y zu drücken, finde ich. Findest du? Z wäre besser gewesen. Nee. Meinst du? T, Z, da komme ich schneller hin. Der Y ist direkt unter S. Was hast du für eine komische Tastatur? Ne, ich hab's links unter S. Ja, eine Razor. Ist schon eine mechanische, also. Die leuchtet. Ja, das war wahrscheinlich der Hauptkaufgrund. Leuchtet. Leuchtet grün, ne? Der ist von hier aus nicht. Ich hab den Karton noch, also ich kann den. Von einem Razor auf jeden Fall. Azor. Ja, aber wenn ich mit dem Finger doch so wie, mit dem Finger sowieso W und S bediene, dann kann ich auch noch ein Stück weiter runter und auf Y. Ja, ich find's halt umständlich für mich, für meinen Kopf. Das für dich jetzt, wenn ich einfach ist, finde ich da gut. Ich käme nicht mal mit dem Zeigefinger an Z ran. Viel zu weit weg. Oh. Oh. Was? Oh, oh. Hallo. Hä? Achso. Ich bin oben reingekommen. Pilgertruder ist weg. Oh ja, stimmt. Ja, die wird heimgegangen sein. Räucherhexe. Ich muss rausfinden, ob das Gift ist. Kannst du mir helfen? Es ist dringend. Dazu brauchst du mich nicht. Nimm einen Schluck, dann finden wir es raus. Ich meine es ernst. Das Leben einer Frau hängt buchstäblich davon ab. Komm schon, hilf mir, verdammt! Du kämpfst für diese Frau. Aber sie ist nicht diejenige, die du suchst. Es ist vertraut, aber du musst mir die richtigen Reagenzien bringen. Reagenzien? Dafür ist keine Zeit. Geht das nicht schneller? Schlucken geht immer am schnellsten. Bist du bereit? Also gut, ich hole die Reagenzien. Von wo? Die sind selten. Du findest sie vielleicht im GRE-Lazarett in der Kathedrale. Ich dachte, wir müssen den Kopf von der Rammer holen. Alter. Oder vielleicht eine Zyklopenunterhose. Alter. Oh, geil, der macht Flugzeug. Das sieht ja geil aus. 100 Meter ist er nicht weit. Dann noch dahin und dann dahin. Ja, Mann. Am Rückweg können wir eine Schnellreise machen zu der Dings. Oh, was ist das? Keine Ahnung! Oh. Oh. Aua, 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 aua! Toll, ich bin fast down. Du Arschloch. Da war kein Marker da, ich bin einfach hingegangen und hab mal gedrückt, aber da war eigentlich kein Aktivierungsbutton. Was war das denn? Ja. Komisch, ne? Ich hab auch GI-Schlüssel gesehen. Pitch Black? Ja, genau. Zack, im Dunkeln. Da will Vin Diesel jetzt noch einen Teil drehen, Pitch Black, ne? Der erste war geil und die restlichen, die danach waren, irgendwie, naja, so lala. Aber das Spiel war nicht schlecht, hab ich mir sagen lassen. Keine Ahnung. Ich glaube, wir haben. Oh, brauchst du ein Pferd? Ein Pferd? Ja. Ich würde eins nehmen, ja. Hier steht ein, hier liegt ein Pferd auf dem Flur. Das ist wohl wie klein, das ist so ein Pony. Pferd auf dem Flur. Pferd auf dem Flur. Ja, der ist ja richtig geil, der Luftcontainer. Da ist keiner. Wieder ist keiner. Der Plastikkasten ist bei mir nicht. Hat keinen Trigger. Drück doch mal Q. Oh, cool. Aber ich krieg keinen Trigger. Das will ich ja, von hinten. Weil die Laterne im Weg steht. Hab ja schon öfters mal gehabt, dass du irgendwie nicht looten konntest. Da habe ich gedacht, das ist Deko, wenn das manchmal so ist.
Oh, und magische Kerze, hier Kronleuchter gibt's hier auch. Weil der schwebt einfach in der Luft. Geht's da oben weiter bei dir? Ne, auch nicht, oder? Nö. Vor allem frage ich mich gerade, ob sie den falsch rum reingepatcht haben, weil die Kerze guckt nach unten. Okay. Das ist so eine richtige alte Drecksauge, die Kuh. Ohne Witz. Wo sind wir Arschlöcher, Alter? Das ist ja sowas von gemein. Lass mich raten, das ist zufällig noch der Kopf. Nö, nee, der Kopf war es nicht. Artiges Bums. Ah, da ist gelb. Haftstubenaufstieg. Geil. Oh, schön wert. Aber der dauert wahrscheinlich länger jetzt, ne? Schnauze. Piep, piep. Ach du Scheiße. Ja, geil. Was hast du jetzt wieder geweckt? Nix, aber ich bin in solchen Raum. Hier mit Chemikalien. Muss mal herkommen, bitte. Na, ich loot hier erstmal noch, bevor ich weiter renne. Okay. Ich höre hier schon wieder irgendwas Geiles. Na klar, jeder Schrank ist hier verschlossen, war mit der Axt. So eklig. Ich hab den Shit. Aber hier ist noch mehr Shit. Du bist hier. Ja, mach du es auf, oder? Oh, Alter. Ja, mach du es auf. Das Schränke habe ich schon aufgemacht wegen dem Zeug. Weil es ja nicht mal so ein GI-Dings gibt, ne? Hier gibt es noch ein Kristall. Ne, gibt's doch nicht. Nix drin. Der war sogar legendär, also gelb war der Lootpunkt. So, aber mit nur ein blauer Pistol. Oh, geschlossen. Da gehen wir mir nicht. Haben wir's doch, oder? Geh mal raus. Einmal mit Profis, dann kann man den auch aufbrechen. Auf eine andere Seite, oder was? Ja, muss halt gucken, wo der Trigger ist. Drückst den Kuh für. Ja. Erstmal hier in den Raum wieder. Einmal ja komplett entseuchen. Danke. Noch Dietrich schwer. Oh, ja. Keine Zeit für Dietrich schwer, sind immer noch Zombies.
Vor allem ist das hier so überaus durchsichtig, wo man schon war. Das ist schwierig, finde ich hier. Hier ist nochmal Dietrich schwer. Das ist nochmal Dietrich schwer. Am besten wiederholst du nochmal. Es geht ja auch noch eine Leiter nach ganz oben. Alter. Am Eingang war auch noch gleich eine Tür, durch die wir deutlich über dich sind. Hier ist nochmal eine, komm mal her. Eingang war auch noch eine Tür. Vielleicht ist ja oben nichts, wenn wir Glück haben. Klar. Oh, gelbe Handschuhe, Level 6. Schön. Diese Dings-Zombies sind ganz oft leer, ne? Diese Arzt-Zombies. Ja, können so sein. Muss ja nicht nur Kittel an. Sein. Ja. Do not, was heißt denn das? Für Piraten, wenn du Pirat bist, sollst du nicht... Ein Aufzug hier drin eingesperrt? Hä? Ich denke mal, das Ding kannst du freischalten dann über eine Quest, denke ich mal, oder so. Als Außenposten. Kann ich mir vorstellen. So ein Areal lässt du ja nicht verkommen als Entwickler. Wegen einer Quest. Ich geh jetzt erstmal hier hoch. Ich komm mit. Ja, hier oben ist ja quasi nichts. Scheiße. So wie beim Bazar. Wenn mir vorstellt, dass es ist. Das sind wie auch Generatoren. Vielleicht können wir die irgendwann anschalten. Schön, erstmal für den falschen Raum entschieden, oder wie? Ja. Noch höher, theoretisch. Da ist eine Schuttrutsche nach unten. Und da drüben sind so Festhalte-Dinger. Vielleicht geht das. Nur das geht. Ich bin ganz oben drauf. Ist auch noch mal Räume. Kein Loot. Aber jede Menge Generatoren. Ich frage mich allerdings, wie sie die Generatoren hier hochgekriegt haben. Seilbahn. Komm, wir kommen auf jeden Fall nochmal her wegen dem Aufzug. Dann, also wir müssen jetzt gar keinen Stress machen jetzt, denke ich mal. Ja, trotzdem will ich wissen, was hier ist. Au. Was ist denn schon wieder au? Runtergefallen, Dude. Yeah. Also hoch, das Ding. Was war ein Respawn letzter Geschichte? Das weiß ich nicht. Hast du das bei Hilferuf? Du lädst einen Player ein. Achso, scheiße. Na, kommt eh keiner. Ich hab bei Facebook schon gelesen. Haben sich alle aufgeregt. Komm, wir haben doch alles gelootet, oder? Komm, Abgang zu der Seuchenhexe und fertig. Ich hab keinen Bock, hier runter zu springen und zu sterben. Okay. Ich bin ja nicht Dave. Was passiert? Hilfe! Hilfe? Wo? Was?
ich hab keinen Radar mehr oben. Das ist zum Kotzen, hat er. Er hat um Hilfe gerufen gerade. Ja, ich bin doch schon da, dann bleibt doch ruhig. Oh, Level 6 sind die hier, Alter. Komm, steh auf, gib dir die Belohnung her. Gib Belohnung. Mann, wärst du nicht gewesen? Ja, ich weiß. Hat keine Belohnung, will mir nichts geben. Arschloch. Old Velador. Klingt ein bisschen wie Old Shatterhand. Deine Witze werden heute auch nicht mehr besser. Nee. Deswegen, so der Zeit, dass wir Schluss machen für heute. Dabei, knapp 4 Stunden Bücher sammeln. So, ah, hoffen wir. Nee. Ich hoffe, wir kommen morgen mal ein bisschen an den Hauptfest. Das wäre schön. Bist du da morgen überhaupt? Ich brauche jetzt hier irgendwas zu sprechen. Ja. Voll cool. Über den Wolken. Es gibt sogar Engel im Vorgab, nicht immer. So. Ich hab dir mal einen Spawnpunkt gesetzt. Ja, gib mir einen Moment. Ich komme auch sofort. Alter. Alter Verwalter. Ganz schön viel Hightech hier in der Kirche. Kirche? Ah, okay. Hier oben ist ein ganzer Serverraum noch. Oh, echt? Ist noch eine Kathedrale, ja? Ja, ja. Nee. Okay. Komisch, bis zur Hexe waren es eben über 300 Meter von der Kathedrale und zu dir sind es aber nur 160. Ne? Ja, du bist ja ganz woanders gespawnt anscheinend. Hm. Ah, toll. An den Loot-Container komme ich noch gar nicht ran. Super. Ich denke, da kommt noch was mit dem Gebäude. Könnte sein, dass wir vielleicht mit der Dings-Quest, obwohl die ja irgendwas vom Bazar erzählt haben eben, gell? Naja. Kann ich so, wir ein bisschen vorgegriffen haben vielleicht. Bei der Quest. Da bist du ja wieder. Ich dachte schon, du lässt deine Freundin im Stich. Mit Reagenzien von der GRE ist das Gift, probier's und sieh. Sacht gerührt, den Atem stille. Bringt es Tod oder Lebenswille? Was war das denn? Den Kids gefällt das. Wer dichtet, schnell sein Werk verrichtet. Und? Ist es Gift? Definitiv nicht. Das sind Antibiotika. Antibiotika habe ich seit Jahren nicht gesehen. Damit kann man also niemanden umbringen? Eher nicht. Ein erfahrener Drogist hat die angefertigt. Sehr gute Arbeit. Ich könnte dir noch mehr erzählen. Aber sagtest du nicht, jemandes Leben sei in Gefahr? Wer dichtet, schnell sein Werk verrichtet. Sehr geil. Super gut. Bin entschädigt für diese hässliche Kathedrale. Super. Geil, also müssen wir die retten. Siehst du, es war eine gute Entscheidung, dir zu helfen. Ich wusste es. Ich hab's im Marien gehabt. Ne? Ich glaube, jetzt noch schneller Wendel und Kamille und dann gibt's die Schnellreise zum Kamille. Direkt in die Zelle rein. Ach so, er trinkt mein Blut, oder? Ja. Nein, er trägt deinen Hut. Ach so. Entschuldige bitte. Habe ich den nicht richtig verstanden? Er trägt meinen Hut.
Ja. So. Na gut, gibt's aber nicht. Na gut, ist heilig. Warum spawnt nicht das immer so weit weg? Wer spawnt wen wo? Auf der Karte sieht es so aus, wenn du echt weit weg von dem Dings bist, von dem kathedralen Ding. Aber es kann so sein, dass das da einfach da ist, positioniert ist. Ja, natürlich bin ich ewig weit weg von der Kathedrale. Ich bin auf dem PK-Schiff. Achso, ja, stimmt. Aber jetzt so aus, als wenn es im Inneren von der Stadt wäre, also Richtung Land. Komisch. Aha. Egal. Warum ist es? Ach, das ist Jolli. Jolli. Wir müssen dich retten, ich weiß. Die Machenschaften, die sind natürlich scheiße von der Frau, dass sie sich aushalten lässt und so. Aber das deswegen hat es trotzdem nicht verdient, dass es stirbt, ey. Nur weil da irgendjemand denkt, das ist Gift, also das ist ja wieder typisch, Mann. So, ich bin auch bei der Zelle auf der anderen Seite. So ein Scheiß, wie bist du da hingekommen? Also wie jedes Mal, unten unter die, über die unterste Ebene. Ja, klar. Ah, ist das so ein Schmuh hier manchmal? Ja, renn dran vorbei an der Tür. Renn nochmal dran vorbei an der Tür. Okay. Ah, ja, es ist. Ja, ja, Entschuldigung. Warte, noch einmal. Nur für dich. Eine extra Runde. Alter. Hä, hey, warum steht hier? Achso, das ist die andere. Ja, genau. Hey. Ich habe gerade. Das Problem hatte ich gerade auch. Jolli? Was machst du denn hier? Ich sehe zu, wie endlich Gerechtigkeit walten wird. Hey, Klappe jetzt. Das ist ein Gefängnis, kein Fischmarkt. Warte! Maya, das ist kein Gift. Das sind Antibiotika. Antibiotika? Bullshit. Es gibt seit 20 Jahren keine Antibiotika mehr. Hör auf mit dem Scheiß. Doch, sie hat sie angefertigt. Na schön. Dann trink. Beweis mir, dass das kein Gift ist. Trink aus, Kleiner. Sonst hängt sie. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Alter, vertrauen wir oder vertrauen wir nicht? Das Hexe. Das seht ihr in der nächsten Folge, würde ich sagen. Na klar. Ich vertraue der Barber. Also, runter damit. So wahr mir Gott helfe. Dieser Mann hat den Behälter leer getrunken. Das ist kein Gift. Angesichts dieser neuen Beweise wird Elena freigelassen. Nein! So darf es nicht enden! Danke, Aiden. Du hast mir das Leben gerettet. Wo gehst du nun hin? Das ist egal. Hauptsache, es ist weit weg. Letzte Nacht wurde meine Wohnung geplündert. Hier gibt es nichts mehr, was mich hält. Ich bin zu bekannt, um hier mein Handwerk auszuüben. Ich muss weiterziehen. An einen angenehmeren Ort. Du weißt, dass sie uns alles geraubt hätte. Dass du sie den Wachen gemeldet hast, war eine gute Tat. Ich habe deinen Wunsch erfüllt. Ich habe herausgefunden, was du wissen wolltest. Jolly, wovon spricht er da? Ach, es geht nur um eine Konkurrenzanalyse, Dad. Zur Stärkung des Geschäfts. Warte hier. Bin gleich wieder da. Du bist gescheitert, Aiden. Elena lebt noch. Ey, ich sollte die Wahrheit rausfinden, nicht sie töten. Wie hast du deinen Vater überzeugt, die Wachen zu rufen? Leicht war's nicht. Ich hatte Angst. Ich wusste nicht, ob ich dir trauen kann. Und ich konnte es nicht. Verzieh dich. Ich will dich nie wiedersehen. Ja, und das ist jetzt, glaube ich, so eine Stelle, wo der vielleicht doch eine Folgequest hätte kriegen können von der, aber die wir jetzt nicht kriegen, weil wir das so entschieden haben. Das ist aber kein Problem, weil wir spielen dasselbe dann nochmal auf Dante seinem Spielstand und Dante wird sich dann freundlicherweise andersrum entscheiden und die dann umbringen hier. Elena. Was? Ja, Mann. Wieso? Spielst du? Deine Aufgabe. Ich bring dich gleich um. Ja, Mann. Okay, cool. Haben wir die Quest abgeschlossen, gab noch ein paar Punkte. Es tut mir leid, aber wir konnten die nicht töten. Es ist so. Du kannst dich einfach Leute töten, nur wie es dir Spaß macht, kleines Kind. Und such dir eine ordentliche Frau. Oder? Das ist ja richtig schwabbelig. Also, ich kann dem komischen PK hier nur zustimmen. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das Ding hier jemals auf dem Meer gesegelt ist. Glaube ich auch nicht. Weil das ist einfach mal kein Segelschiff.
Oh Mann. Das ist, wenn die Synchronsprecher mit dem Spiel nicht viel zu tun haben, denke ich, weißt du? Wenn die halt, die kriegen ihren Text hingelegt oder ihr Dings hingelegt und dann geht's los. Aber wenn die da keine Liebe für haben oder das Spiel, wenn sie es gespielt haben, dann ist klar, dass da ein Bullshit bei rumkommt. Die kennen meistens nicht mal das Spiel. Das ist wie bei Übersetzern. Ja, genau. Die kennen das wahrscheinlich gar nicht, genau. Da kommen die Fehler zustande. Ah, na gut. Aber ich klinge mich jetzt hier mal aus. Ja, ist richtig. Sonst drücke ich gleich ganz viele Knöpfe gleichzeitig. Kopf. Genau das. Ja, dann. Auf gut. Ich sag also mal noch viel Spaß noch und bis morgen oder so. Ja, bis morgen. Genau, Scheiß verkaufen, dann bin ich auch raus. Gut. Immer Scheiß. Viel Spaß dabei. Danke. Oh, und tschüss. Yes, mit ist. So, du landest raus jetzt. Nee, wen haben wir denn da? Ja, ich bin's. Der Aiden. Mal gucken, was die Schönes hat. Oh, der hat wieder einiges an Waffen. Aber ich brauche was mit drei Motzen deswegen Griff. Schade eigentlich. Müssen wir mal gucken, was wir hier verkaufen können. Haben wir was gelootet hier? Level 1 Hammerchen. Das brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Das ist die Autorität. Den werde ich wieder ins Kistchen packen. Das sollte sentimentale Gründe. Oder Bolzen hier. Geil, den kann ich schon gut aufrüsten. Den werde ich mal auch mal in eine Kiste packen. Obwohl in eine Kiste packen nicht so viel Sinn macht. Weil es dann eh nicht mehr benutzt, weil er immer neues Zeug kriegt. Weiß ich nicht. Hier ist eine Büroklammer. Hier ist ein Nägel. Nägel. Den muss ich mal ausrüsten. Mein Wertsachen verkaufen. Wir haben gut was geschafft heute auf jeden Fall in dem Stream. Ich mache das jetzt aber in Ruhe alleine hier und ich entlasse euch jetzt in die Nacht oder in den Tag, je nachdem, was bei euch gerade ist oder wie es bei euch gerade ist. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns dann im nächsten Stream wieder, im nächsten Aufnahmestream oder in der nächsten Folge. Kommt drauf an, ob ihr bei YouTube oder bei Twitch hier seid. Ihr könnt mir natürlich gerne folgen bei Twitch oder bei YouTube, mal einen Daumen da lassen oder mir da auch folgen gerne. Kommt auf jeden Fall immer jetzt aktuell hier Dying Light Content und wir haben sogar beide Varianten des Spiels spielen wir. Also wir spielen einmal hier die Überlebenden-Variante, wo man dann da auf dem Spielstand spielen wir die Peacekeeper-Kampagne und kommt also jeden Tag kommt zwei Folgen entweder Überlebende oder zwei Folgen Peacekeeper. So läuft es im Moment. Ich weiß nicht, ob das so bleibt, aber mal sehen, wird wahrscheinlich so bleiben. Na gut, wir sehen uns dann wahrscheinlich, also für den Stream, Leute, wir sehen uns dann morgen Abend wieder bei hier Dings und dann machen wir dann wirklich ein bisschen die Hauptquest weiter, wahrscheinlich VNC-Turm, haben wir ein paar Questen angenommen, wir müssen mit Laborn sprechen und so weiter und so fort und Aether will da irgendwas von uns, das müssen wir natürlich alles noch machen und wir müssen natürlich die ganzen Nebenquesten, ich habe noch mehr Nebenquesten gefunden heute, so mit dem Augenwinkel und die müssen wir natürlich alle noch abarbeiten und ich freue mich schon ein bisschen drauf und wir haben noch viel zu tun. In dem Sinne wünsche ich euch eine gute Nacht und danke fürs Zusehen, bis später. Appreciate all that is vacant.